Liebe Leute, nach diesem schönen Intro-Video von mir begrüße ich euch ganz herzlich zu Let's Play Ogga Bogga. Ja, es gab bei mir noch technische Schwierigkeiten, denn irgendwie hat sich meine Elgato Game Capture HD 60S, die neue, noch nicht mit meinem Headset angefreundet. So würde ich es jedenfalls definieren. Denn immer wenn ich es aufnehme mit dem normalen Programm, also Game Capture HD Programm, die Stimme aufnehme, dann gibt es immer danach, wenn ich etwas gesagt habe, ein bisschen ein Störgeräusch. Darum nehme ich die Stimme jetzt separat auf. Und ja, wir spielen hier wirklich auf der Dreamcast. Also alles, was ihr hier seht, ist zu 100%ig auf Dreamcast. Wir spielen es in 1080p, 60 Frames, wobei die 60 Frames nicht so 100% stimmen. Das, naja, zum Beispiel mir sagt jetzt, das sind 54 Frames, ab und zu sind es 56 Frames. Ja. Aber für euch werde ich das Ganze sogar noch ein bisschen höher machen, damit es auch auf YouTube sicher keinen Qualitätsverlust oder nicht so hoch gibt, und zwar in 2560 mal 1440. Ja, Full HD ist ja 1920 mal 1080. So, hier gibt's also einen Story-Modus, einen normalen Fighter-Modus, einen Online-Modus, wobei der Online-Modus hier wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, weil das Spiel ist aus 2001, steht ja auch. Und ja, wir beginnen ganz einfach den Story-Modus. So, ich nehme meinen Lieblingscharakter. Ihr seht auch hier irgendwie, ich habe schon alles freigeschaltet, was man freischalten kann. Hier gibt es auch mehrere Masken. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob man noch im Online-Modus vielleicht noch irgendwas freischalten könnte. Genau. Ich habe es nicht gelöscht, weil ich habe nur eine Speicherkarte und ich möchte das nicht nochmal alles, all die Stunden investieren. Und darum, wir machen einfach mal den Story-Modus, beginnen hier. Und ich hoffe, dieses Mal habe ich an alles gedacht, dass es keine Probleme gibt, weil das letzte Mal, als ich diesen Part aufgenommen habe. Also zum ersten Mal hat es dieses Störgeräusch gegeben, das zweite Mal habe ich dann die Stimme aufgenommen, aber aus Versehen vergessen, naja, bei der Aufnahme zu sagen, du sollst meine Stimme nur separat aufnehmen und nicht im Programm. Ja, aber das sind meine Fehler. So, hier wird uns erklärt, was wir tun sollen. Ich kann leider nicht so gut Englisch, aber ja. Also, hier, genau. Hier so spezielle Früchte, ich sag denen jedenfalls Früchte, mit Gesichtern. Wir können bis 30 tragen insgesamt und wir können ihn schlagen mit A und mit X können wir diese, ich habe B gedrückt, X können wir diese werfen. Dann seht ihr auch, wenn wir X gedrückt halten, gibt es dieses, ja, dieses Ziel, und wir können auch mehrmals X drücken. Wenn wir mehrmals X nacheinander drücken, macht er das hier. So, und wenn ich jetzt A drücke, ja, er sagt uns jetzt A drücken. Ah, jetzt sehen wir. Okay, wenn man zu weit herausschwimmt, kommt ein Hai, wie er vorher auch gesehen hat. Und wir werden gefressen. Genau. So, er sagt jetzt, wir sollen mit A schlagen. Und so, genau. Jetzt die Erklärung wegen, wenn wir mit A schlagen, seht ihr oben, wir bekommen 2 Punkte. Wenn wir mit X schießen, bekommen wir 1 Punkt. Und wir müssen jetzt 5 Punkte erreichen. Ich mache es auf 6. Komm. Okay. Das war schon mal das erste Tutorial. Ganz easy peasy. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil hier gibt es immer zuerst ein Tutorial und dann ein Spiellevel.
das man erreichen muss, hinbekommen muss. So. So, das sind wir. Was? Gegner. Und nochmal Gegner. Also wir haben zwei Gegner. So, ich hoffe, ich erinnere mich an alles Mögliche, was ich sonst auch noch sagen wollte. Ja. Ach so, ja. Die showt sich hier. Ich weiß aber leider nicht, wie man das macht. Es kann sein, dass man eventuell diesen Controller, wo es sind, glaube ich, zwei Tasten, die er mehr hat, bräuchte, um das machen zu können. Ihr habt ja in dem vorhergehenden Part, beziehungsweise Intro-Part, nenne ich den ja, gesehen, dass sie sich ab und zu showten, oder geschaut haben, oder dieses Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Es könnte sehr gut möglich sein, dass das mit einem speziellen Controller, ja, nur möglich ist. Weil es, naja, es ist ja nicht zwingend, dass man den hat. Und es steht nirgends in der Anleitung, jedenfalls habe ich die nicht komplett durchgelesen, aber ich glaube, es steht nirgendwo in der Anleitung, dass man diesen Controller braucht. Oder aus auf dem Code oder so. Vielleicht werde ich eines Tages mal so einen in die Finger bekommen und dann kann ich es testen. Ja. Was ich auch schon sonst gesagt habe, ist, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und ja. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum kennt das fast niemand, dieses Spiel, weil es kommt aus der USA. Und es wurde nur in den USA veröffentlicht eigentlich. Ich hatte Glück, dass ich es kaufen konnte. Gut, viele Jahre später, aber es war sogar noch original verpackt. Ich weiß gar nicht, ob ich viel dafür bezahlt habe, ich glaube nicht. Weil wenn man es jetzt sucht... So, man hat gesehen, wenn ich gewonnen habe, kann ich mich auch so komisch schauen, also Bewegungen machen. Das kann ich mit A, B, Y und X. Oder A, B, X, Y, wie auch immer es nennen wollt. Also, das zweite Tutorial machen wir gleich. So, was kommt dazu? Ah, ja, genau. Ich weiß schon was. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Okay. So, uns wird hier jetzt erklärt, wegen dem Wildschwein, ihr habt es vielleicht schon durchgelesen. Ihr könnt einfach immer Stopp drücken und so, genau. So, und zwar müssen wir das Wildschwein mit A schlagen. Und wenn es so Sternchen hat, dann können wir es auch reiten. So, hier unten wird eine Lebensanzeige, beziehungsweise eine Anzeige, wie lange wir es reiten können, wenn dieser Balken nach ganz schwarz wird, also ganz weg ist, dann können wir das vergessen. So, aber wir müssen es auch jetzt wirklich so lange reiten. Wenn wir ins Wasser gehen, dann, ja, fliegen wir weg. Wobei, sagt er was, wenn wir... Nein. Okay. Eines, was man noch sagen muss, ist... okay, er sagt es uns schon. Kann Punkte damit machen. Ihr seht, die Farbe des Wildschweins kann verändert werden. Desto mehr man ihn schlägt und irgendwann... Oh, er hat mich schon weggeworfen hier. Gut, das sollte jetzt eigentlich nicht so machen. Genau, jetzt ist er wütend. Das wollte ich einfach mal zeigen. Gut, wir werden es auch an dem Spiel dann sehen. Aber wenn man ihn zu viel geschlagen hat, zu viel
dann kann es passieren, dass das Wildschwein dann ausrastet. So, im Wasser können wir ihn leider nicht brauchen. Benutzen. So. Wir bekommen immer 2 Punkte, wenn wir jemanden erwischen. Selbst wenn der auch auf einem Wildschwein reitet. So, wir brauchen 8 Punkte, ganz einfach. Wir hätten jetzt anders Punkte machen können. Gut, in dem Tutorial ging das jetzt nicht, das wurde ausgemacht. So, unser nächstes Spiel wird einfach sein, das, was wir jetzt gelernt haben mit dem Wildschwein, so zu gewinnen. Ich glaube, jetzt brauchen wir schon 6 Punkte. Doch 6 Punkte. Genau. Wenn wir einmal gewinnen, bekommen wir 3 Punkte, der zweite 2, der dritte 1 Punkt. Also wir müssen zweimal hintereinander gewinnen, dann werden wir genügend Punkte haben, um die komplette Runde zu gewinnen. So, der eine hat auch einen Wildschwein geschnappt. Denn wir haben jetzt auch einen Gegner. Also einen weiteren. Jetzt haben wir 3 Gegner. Was eigentlich normal ist hier bei dem Spiel. So, ich lasse mich kurz vom Hai fristen. Wir verlieren keine Punkte. Das muss man einfach wissen. Aber ein bisschen Zeit verliert man. Ach, schade. Einer hat 0 Punkte. So, später kommt dann auch ein Tier, ein weiteres Tier mit dazu, aber das wird noch lange dauern, glaube ich. Also jedenfalls, ich habe nur 2 Parts bisher aufgenommen, da war noch nichts zu sehen. Warte, gibt es nicht noch weitere Tiere? Wobei, naja. Was hätte man schon noch dazu fügen sollen? Eines, was man auch immer beachten sollte, ist, wenn die Runde endet, in 20 Sekunden, und es steht bei euch noch irgendetwas mit Plus, oder jetzt bei mir zum Beispiel, diese Punkte werden immer dazu gezählt, also keine Angst, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendjemanden erwische, genau. Und die würden jetzt bei einer Sekunde sein, genau. Haben wir jetzt auch gesehen, ich weiß nicht, wie viele es waren. Ach so, 39 plus 2 waren es noch. Ihr seht jetzt, 3 Punkte bekomme ich. Wir brauchen aber 6, um das Spiel zu gewinnen. Und das Schöne, es geht hier einfach direkt weiter. Ich habe immer noch das Wildschwein. Wenn ich jetzt irgendwo weggeflogen wäre oder im Wasser wäre, dann wäre ich immer noch dort. Ich könnte gerade vom Hai gefressen worden sein und naja. Es gibt zwar einen Spielmodus, also es gibt verschiedene Spielmodus, in dem ist das nicht der Fall, aber dort wäre es auch, naja, auch nicht sinnvoll. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Voran würdet ihr sowas jetzt für den ersten Anblick, ja gut, ihr habt noch nicht so viel gesehen, aber würdet ihr sowas spielen? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Das werde ich in Part 2 nochmal fragen. Und ja, macht es Spaß zuzusehen oder ist es eher langweilig für euch? Oder ja. Woran kanntet ihr dieses Spiel schon? Das wäre für mich noch interessant. Habt ihr vielleicht direkt nach dem gesucht oder habt ihr mich
schon abonniert gehabt und wegen dem einfach gesehen, dass ich dieses Video jetzt hochgeladen habe. Gedacht, Poker, Poker, Let's Play Poker, Poker, was soll das sein? Und dann steht da noch Dreamcast vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ja doch, das werde ich sicher in die Klammer schreiben. Mal schauen. So, ich habe wieder gewonnen. Ihr seht auch schon. Da mit dem Wildschwein dort. Die anderen haben nur 2 Punkte. Okay. Okay. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wieso er mein Lieblingscharakter ist, aber er ist nicht allzu groß, vor allem nicht allzu, ich sag mal, ich weiß gar nicht, breit gebaut? Sagt man das so? Es gibt doch irgendein neues Wort dafür. Ihr wisst, was ich meine. Und ja. Gut, er nennt sich... Ja, genau, jetzt kommt Fireball. Sehr gut. Gut. Wir sollen diese neuen Items, die jetzt endlich dazu kommen, aufnehmen. Genau. Und zwar ein Fireball kann man, indem man B drückt. Oder B gedrückt halt, dann zielen und sie rennt. Tschüss. Wir können von dem nur 3 tragen. Genau. So, mein Ziel ist es jetzt einfach, Lichtpunkte zu erreichen. Das heißt, 3-mal Sonnenbeam. Ja, eine schöne ist auch noch den Tutorial. Ihr könnt die Level hier noch erkunden. Ihr könnt sie anschauen. So. Und das war es eigentlich schon. Kommt einfach das dazu. Genau. Aber das kann schwer werden. Klar, es gibt noch Missionen, die werden viel, 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 viel härter. Aber hier auch schon das hier. Ja. Das kann schwer werden. So, dann ja. Stimmt, ich bekomme immer das Item neben mir. Das habe ich beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, nicht gerafft. Also beim ersten Aufnahme. Bei der zweiten schon, bei der dritten werde ich es jetzt auch machen. Ich finde immer schön, dass die am Anfang gerade nichts machen. Ihr seht auch, ich wurde schon getroffen. Wenn man ins Wasser rennt, dann brennt man nicht mehr. Oder nach einer gewissen Zeit auch. Der Nachteil an dieser Waffe ist, man braucht eine gewisse Zeit. Also wenn ich hier drücke, das ist genau die Zeit, wo er braucht. Ich habe jetzt Glück, dass hier alle auf dem Haufen sind. Dann kann ich auch alle 3 treffen. Wenn euch das selber passiert, dass ihr... Oder wenn jemand das Spiel jetzt hätte und sowas passieren würde, schwimmt einfach so weit raus wie möglich, außer das ist euer Spawnpunkt, dann bringt das natürlich auch nichts. Aber dann könnt ihr hier einfach am Rand herumschwimmen. Weil wenn alle 3 auf einem Haufen hier sind, dann ja, einfach Pech. Dann schwimmt ihr hier einfach am Rand herum oder ihr lasst euch vom Hai fressen, wenn das nicht euer Spawnpunkt ist, wo die anderen immer sind, dann habt ihr eigentlich Glück damit. Das werdet ihr rausfinden. Wenn ihr vom Hai gefressen werdet und immer noch an derselben Stelle nachher seid, naja, dann, naja. Dann schwimmt ihr lieber ein bisschen herum. Okay, so viele Punkte hatte ich jetzt nie. Meistens hatten die irgendwie 40. Gut, ich hatte etwa 49 meistens, so, nicht 61.
So, wir müssen aber noch eine zweite Runde machen und müssen in der auch gewinnen. Wenn wir das jetzt nicht täten, könnte es sein, dass wir einfach noch weitermachen müssten. Ach. Ach, wir haben schon 30. Okay. Der Nachteil ist, wenn man getroffen wird, so wie ich jetzt, man kann da in dem Moment nichts machen. Also man ist eigentlich wehrlos, wenn man hier in der Gegend herumrennt. Ich finde es jetzt komisch, dass die immer jetzt momentan gerade auf einem Haufen sind. Okay, der eine hat sich gefressen. Fressen lassen. Wobei, hier ist auch ein Spawnpunkt. Hier. Ach, schade, ich habe niemanden getroffen. Ah, da kann ich von da hinten treffen. Okay, ich lass mich mal fressen. Vielleicht besser. Ich wusste zwar nicht, dass das mein Spawnpunkt hier ist, aber ich kann die gar nicht aufnehmen, wenn ich brenne. Okay, sehr gut. Auch schön zu wissen. Wie die einfach nur in der Falle sind, weil ich hier schlagen kann. Okay. Ja, liebe Leute, das wäre es eigentlich gewesen für diesen Part. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr habt Freude. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ogre Boga. Ich hoffe, man spricht es auch so aus. Wenn nicht, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Also, bis demnächst und tschüss.